Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier bei eurem Benzbären. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, welche Sachen möchte ich geändert haben, was gefällt mir noch nicht so optimal und machen erstmal eine komplette Analyse, welche Sachen müssen noch gemacht werden, welche möchte ich noch austauschen, welche Änderungen kommen noch jetzt zu dem Fahrzeug und dann nehme ich euch gleich mal mit. Ich switche die Kamera um. Als allererstes von außen. So, die Rücklichter. Ihr seht es, die Rücklichter, die gefallen mir nicht. Das Vergilbte hier, das ist ein bisschen komisch. Ich werde da auf jeden Fall die Rücklichter versuchen, erstmal aufzubereiten. Und dann auch eventuell, wenn das nicht möglich ist, gleich neue zu kaufen. Ihr seht es ja, eigentlich sind die immer so schön weiß. Ich werde mal sehen, das Vergilbte, ob man das so wegkriegt mit der Aufbereitung. Genau, das ist jetzt so am Heck, was mir so eingefallen ist. Was mir noch aufgefallen ist, oder ich entdeckt habe, und zwar ist das, dass der hier hinten in der Ecke links immer feucht ist. Da sammelt sich auch irgendwo Wasser. Hier hinten, das muss irgendwie behoben werden. Da muss ich nochmal den Vorbesitzer fragen, ob der zufällig weiß, wie das reinkommt. Es hat jetzt die Tage ein bisschen geregnet, aber ihr seht es hier, sammelt sich Wasser an. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Auch natürlich, ihr seht es, ein bisschen verschmutzt. Werden wir quasi eine Aufbereitung machen. Ordentliche von drin und das jetzt erstmal soweit dazu. Wir gehen rüber. Deinem oder anderem Zuschauer ist es aufgefallen, ich habe das Heckroller mal runtergedreht und habe die Gardinen abgemacht, um einfach zu sehen, wie das jetzt ohne Gardinen aussieht. Mir gefällt es aktuell so am besten und die Gardinen kann ich jederzeit wieder dran machen. Genau, die sind ja quasi, ich zeige euch das mal, hier sind die vom Vorbesitzer, hat er die Schienen eingebaut und natürlich die Klemmen und ja, die Gardinen kann ich ja jederzeit wieder dran klemmen. Ich würde es erstmal so fahren, so gefällt es mir erstmal. Und ja, jetzt zu der einen Stelle hier. Schaut euch das mal an. Rost, ne? Das ist jetzt die Beifahrertür. Der Rost, ja, ich habe mir jetzt schon ein, zwei Meinungen eingeholt vom Karosseriebauer und Lackierer. Ja, wir müssen natürlich sehen, wenn wir das Sakko-Brett hier runter machen, wie tief das ist, wie es hier dahinter versteckt ist, muss man das schweißen, muss man das nicht schweißen. Ja, der eine sagt, okay, vielleicht muss das nicht geschweißt werden, aber sieht schon sehr übel aus. Hier, ihr seht es ja. Und der eine meinte, ja, okay, pass auf Sascha, das Einfachste wäre, einfach zu sagen, okay, du kaufst dir einfach eine Beifahrertür. Aktuell habe ich eine bei eBay Kleinanzeigen gefunden für 90 Euro. Und die quasi dann komplett umzulackieren und die Anbauteile quasi umzuswitchen. Das wäre das einfachste Lösung. Dann gehen wir weiter. Das sind jetzt aktuell die Winterfelgen. Die bleiben auch erstmal diesen Winter drauf bis März. Und dann kommen neue schöne Felgen. Ich habe da was Schönes entdeckt. Ich würde es natürlich schön original haben. Also ich kann euch jetzt schon sagen, es werden Felgen passend zu der Baureihe sein. Es werden keine Tuning-Ersatzteile sein oder irgendwelche anderen Felgen, sondern es werden wirklich zu der Baureihe passende Felgen dazukommen. Welche Größe und so weiter, das werden wir dann später behandeln. Dann hier, das muss ich auf jeden Fall spotten lassen, diesen Kratzer an der Stoßstange. Ich vermute mal, ich hoffe, ich sage nichts falsch, dass wir das mal hinkriegen. Das sollte auch kein Problem sein, auch hier drüben. Und das, die Ecke, die müssen wir auch mal machen. Das hoffe ich, dass es kein Problem sein wird. So, der nächste Punkt, was mir nicht so gefällt, sind die US-Scheinwerfer. Die werde ich in Original zurückbauen, also originale EU-Scheinwerfer nenne ich es jetzt einfach mal, zurückbauen. Das gefällt mir besser. Ich weiß noch nicht, ob die Scheibenwischer dran lasse oder nicht. Ja, entscheide ich dann spontan. Ich glaube, beim EU-Fahrzeug passt das gar nicht dran. Werden wir sehen. Genau, das nächste Kühlergrill. Der Vorbesitzer hat das quasi in diesem Paillettrot mit eingelackiert. Ich würde, mir gefällt es nicht so, also es passt irgendwie, aber mir gefällt es nicht so, deswegen würde ich das gerne wieder in diesen matten Grau, Originalgrau Kühlergrill zurückfärben, vermute ich mal. Genau, hier noch eine Sache, habe ich einen Tipp bekommen, ich werde mir auch einen abnehmbaren Stern hier dran setzen, weil es einfach nervig ist. Und ich habe keinen Bock, wie ihr wisst, mit meinem Vorgänger, mit dem W220, wie oft mir da schon der Stern geklaut wurde, werde ich jetzt hier einfach ja, dahin gehen und mir einen abnehmbaren nehmen und einfach immer mitnehmen. Und ja, dann hier entdecke ich gerade auch noch eine weitere Schaden an der Stoßstange, aber das sollte kein Problem sein. So, wir schauen mal hier rüber. Hier drüben ist quasi auch noch auf der Fahrerseite ein Rostschaden und ja, der sieht auch
etwas tief aus, müssen auch die Sakko-Bretter runter und dann mal drunter gucken. Da werde ich auch nochmal ein Video machen, wenn wir diese Sache angehen. Und ja, wie gesagt, also Option ist, ich will das jetzt nicht verfuschen und irgendwie, keine Ahnung, bisschen einfach nur ein bisschen abschleifen und drüber lackieren, sondern ich will das schon ordentlich haben und die Zeit wird auch kommen und dann nehme ich euch dann auch einfach mit und ja, dann einfach die Türen tauschen. Soweit dazu von außen, was mir aufgeht. Ansonsten würde ich nicht viel ändern. Wie gesagt, hinten die Stoßstange sieht relativ gut aus, da ist auch nichts. Ne? Und ja, Kofferraum haben wir gesehen, da läuft unter Wasser rein, das muss ich sehen. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, an diejenigen, die einen 126er haben. Vielleicht wisst ihr, woran das liegt. Ja, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Genau, Meinung, Anregung, einfach in die Kommentare rein und ich reagiere drauf. Hier entdecke ich gerade was, ist so ein bisschen was ab. Ja, aber das sind keine großen Sachen. So, wir gehen in den Innenraum. Ja, ihr seht schon, also ich werde den komplett aufbereiten. Das Fahrzeug, da werde ich euch auch mitnehmen und gucken, den erstmal grundreinigen. Werde auch die Sitze ausbauen und die quasi mit einem, ja, Reinigungsgerät, also Nass, also Sprühextraktionsgerät nennt sich das, komplett reinigen Innenraum. Ich werde, wie gesagt, den Fahrersitz und den Beifahrersitz rausbauen und werde den komplett reinigen und das wäre quasi den kompletten Dreck hier unten, der über Jahre angesammelt wurde, komplett sau machen. Das Lenkrad bleibt erstmal bestehen. Das gefällt mir sehr gut und ja, ich habe überlegt, es gibt ja quasi genau das gleiche Lenkrad wie vom 126er. Der hat dann ab hier Wurzelholz und unten hier das Stück. Das gefällt mir sehr. Ich weiß nicht, wie es reinpassen würde. Sagt mir einfach eure Meinung dazu und schreibt es mir unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Genau, ja, ach so, ihr seht schon, guckt mal, ich filme mal rein. Mein Schlüssel, ich hoffe, ihr seht, der ist abgebrochen, muss ich jetzt mit Sekundenkleber und Klebestreifen abkleben. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch einen neuen machen. Gehen wir hier rüber. Ihr seht, das Radio, das gefällt mir nicht, das ist halt nicht das Originale. Ich werde auch erstmal kein originales einbauen. Ich werde so ein alltagstaugliches Retro-Look-Radio, bin ich jetzt auf der Suche, finden und das werde ich dann hier einbauen. Und ich finde es einfach, ja, ich höre zurzeit kein Radio, und aber nachts das Blaue hier ist auf jeden Fall sehr eklig und ja, stört einfach beim Fahren und gefällt mir auch nicht. Deswegen werde ich auch das Radio austauschen. Genau, das Telefon bleibt erstmal dran, das ist nicht angeschlossen. Finde ich ist ein okayes Gadget, ist eh ein Nachbau. Ja, ich denke mal nicht, dass 86 das Telefon eingebaut wurde, aber ja, nachträglich. Genau, so die ersten Sachen hier drinne. Wir gucken jetzt mal auf die Rücksitzbank. Ja, ihr seht, oh, mein Fleischhammer vom Steak machen, muss ich mal zur Seite räumen. Also hier hinten auch komplett Aufbereitung, Teppiche, dass man die richtig schön grundreinigt. Das kriegt man da auch schön hin. Ich habe den jetzt schon einmal gewaschen, das Fahrzeug, und habe auch die Scheiben ordentlich sauber gereinigt. Ihr seht ja, Kochchemie Speed Cleaner unten. Einen richtigen Lappen dazu, aber ich denke mal, wenn man schön hinten die Hutablage mit dem Tornado Gun absprüht, bis in die Sitze mit dem und hier natürlich die Tür blenden hier schön mit dem Sprühextraktionsgerät sauber macht, wird das so wieder schick aussehen, bis in den Himmel durchwischen und ja, genau. Nächster Punkt hier, LED-Leuchten hat der Vorbesitzer eingebaut gehabt, also diese, ja, diese blauen Lichter, ich werde sie original in Halogengelb wieder zurückbauen. Das gefällt mir besser und passt einfach gut rein. So viel dazu. Erstmal, was gemacht werden muss oder was ich machen lassen will. Es gibt nur so Kleinigkeiten hier. Die Lautsprecherbox hier hinten muss noch geändert werden. Ich glaube, diese dritte Bremsleuchte, die funktioniert auch nicht. Da werde ich auch nochmal nachschauen, was wir da machen können. Ja, soweit dazu. Auf der Seite, genau, Aufbereitung, hier solche paar Sachen, mal gucken, ob wir das wieder eingenäht kriegen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was alles noch gemacht werden muss. Ja, der TÜV ist fällig, da bringen wir den auch nochmal hin, dass er nur einen TÜV bekommt und ich denke, das wird kein Problem sein, weil der wirklich gut gepflegt ist von unten. Vielleicht, wenn wir die Gelegenheit haben und dass wir den auf die Bühne packen und mal von drunten schauen, wie es da aussieht. Der Vorbesitzer hat, wie gesagt, die Hinterachse gemacht, die Vorderachse gemacht, alle Querlenker, Stabilisatoren, fragt mich nicht, ich bin da nicht so der Experte, ich bin wirklich Laie. Ja, genau, so viel dazu. Ja, ich kann euch sagen, seit Montag habe ich das Fahrzeug heute. Ist Samstag, ich bin jetzt mittlerweile 480 Kilometer damit gefahren
Und ich kann euch sagen, es macht so viel Laune, so viel Spaß. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist noch richtig geiles Autofahren. Hätte ich das zuvor gewusst, hätte ich mir vielleicht eher einen 126er geholt, einen 220er. Aber nichtsdestotrotz, der 220er hat mir super Spaß gemacht und das wollte ich schon immer mal haben. Aber der ist ein ganz anderes Fahren. Super komfortabel, du steigst ein, es ist ein Auto, es springt an, ruckelt nichts und du fährst wirklich sehr, sehr gemütlich. Aber da werden noch einige Videos folgen zum Verbrauch, was zahle ich an Steuern, was zahle ich an Versicherung, das werde ich euch noch mitnehmen. Wie gesagt, ich nutze ihn jetzt als Daily und alles, was mir so einfällt, werde ich ein Video drüber machen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, wie gesagt, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klickt gleich hier unten dran. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Hinweise, Tipps, wäre ich sehr willkommen an jeden Einzelnen, der schon 126er gefahren hat, besitzt, immer noch fährt, kaufen will, wie auch immer. Schreibt es mir unten in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen, auf euer Feedback. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.